Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zu Beginn Dank sagen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Haushaltsausschusses. Und wenn Sie erlauben, möchte ich auch Dank sagen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Abgeordnetenbüros für die sehr gute Zuarbeit. Das ist auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ganz leicht gewesen in diesen Tagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Koalition ist mit diesem Bundeshaushalt 2013 dem Ziel ohne Neuverschuldung ein Stück näher gekommen. Wir könnten eigentlich sogar einen Überschuss verzeichnen von etwa 2,1 Milliarden, wären dann nicht die Ausgaben für den europäischen Stabilitätsmechanismus von etwa 8,7 Milliarden und die zusätzlichen Zugeständnisse gegenüber den Bundesländern von 10,5 Milliarden. Zu Beginn, Carsten Schneider macht ja jetzt schon laufend Zurufe, dann komme ich gleich direkt auf ihn. Zu Beginn der Haushaltsdebatte sprach der haushaltspolitische Sprecher, nämlich Carsten Schneider, von, ich zitiere, Chaos, Verantwortungslosigkeit, Blindheit vor großen Aufgaben. Da, als er das sagte, habe ich gedacht, jetzt spricht er vom Flughafen Brandenburg-Berlin. Habe ich gedacht. Weit gefehlt. Keiner der Redner der Sozialdemokraten ist auf das Versagen der Herren Wowereit und Platzek eingegangen. Auch das schlägt im Bundeshaushalt mit dreistelligen Millionenbeträgen zu Buche. Auch das muss der deutsche Steuerzahler bezahlen. Das ist doch. Sie sind doch gar nicht. Herr Trittin, Sie sind doch gar nicht dran. Melden Sie sich doch einfach. Blutdruck, das ist nicht so gut für Sie. So, und dann sprach die Opposition, eben die Kollegin Lötsch, auch noch von Wahlhaushalt. Ach, wenn noch Wahlhaushalte immer so aussehen würden. Die Koalition hat mit dem Haushaltsberatung die Nettokreditaufnahme noch mal erheblich gesenkt. Darauf sind wir stolz. Bereits 3 Jahre früher als vorgesehen kam im Sinne der Schuldenbremse ein ausgeglichener Haushalt jetzt erreicht werden. Darauf sind wir stolz. Die Ausgaben im Jahr 2013 liegen unter denen der vorherigen Haushalte. Die Koalition hat Ausgabendisziplin gewahrt. Darauf sind wir stolz. Der Personalbestand des Bundes ist weiter reduziert worden im Vergleich zu 2010 um 11.340 Stellen. Darauf sind wir stolz. Trotz der Ausgabensenkung im Bundeshaushalt 2013 steigen die Investitionen des Bundes um 470 Millionen. Das sichert Arbeitsplätze. Darauf sind wir stolz. Und demgegenüber stehen doch geforderte 7 Milliarden mehr Ausgaben von den Sozialdemokraten, bezahlt durch Steuererhöhungen. Eine Reichensteuer muss her, damit der Wunschzettel der SPD erfüllt werden kann. Selbst Peer Steinbrück spricht plötzlich von einem Spitzensteuersatz, der erhöht werden müsse. Vielleicht sollten die Sozialdemokraten, allerdings auch Peer Steinbrück, einmal nachlesen, was Steinbrück als Finanzminister hier im Bundestag gesagt hat. Wörtlich Steinbrück. 25% der Steuerzahler, also diejenigen mit einem Einkommen im oberen Bereich, zahlen über 80% der Steuern in Deutschland. Irgendwann, so Steinbrück damals als Finanzminister, irgendwann muss es doch mal auffallen, dass es diese Statistik gibt. Das sollten sich doch merken bei den Sozialdemokraten. Herr Steinbrück hat es allerdings auch vergessen. Der hat auch vieles an der Garderobe abgegeben, was er in Erinnerung vielleicht hätte haben müssen. Herr Kollege Koppelin, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hoppe von den Grünen zulassen? Selbstverständlich. Bitte schön, Herr Hoppe. Verlängert ja meine Redezeit. Und Frau Künast kann sich da wieder beruhigen. Herr Kollege Koppelin, Sie zählen gerade auf was Sie alles stolz sind. Ich wollte fragen, ob Sie auch stolz darauf sind, dass erstmals der Entwicklungsetat gekürzt wurde, auf Ihr Betreiben hin. Und wie gehen Sie mit der Kritik Ihres Parteifreundes Entwicklungsminister Niebel um, der sehr verärgert darauf reagiert hat und gesagt hat, damit verabschiedet sich das Parlament vom 0,7%-Ziel? Die Debatte haben wir geführt, Herr Kollege, in der Woche, aber ich will trotzdem darauf antworten. Ich kenne noch den einen oder anderen Minister, der auch leicht verärgert ist, weil wir seinen Etat etwas verändert haben. Das ist nun mal bei den Haushaltsberatungen so. Und ich wiederhole mich jetzt, ich weiß nicht, zum wievielten Mal, diesem Antrag im Haushaltsausschuss, den damals die Koalition gestellt hat, haben die Grünen zugestimmt, diese Kürzung. Also ich weiß, diese Aufregung weise ich zurück. Aber wir hatten doch die Diskussion schon. Wir hatten doch die Diskussion schon. So, dann beklagt Herr Steinbrück in dieser Woche, wir hätten zu wenig Gesetzesinitiativen gehabt zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung. Da sage ich Ihnen, nicht laufend neue Gesetze helfen bei Förderung und Wachstum und Beschäftigung. Gesetze haben wir nämlich genug. Er hat vergessen als Bundesfinanzminister übrigens, dass der Bundeshaushalt auch ein Gesetz ist. Und hier machen wir etwas für Wachstum und Beschäftigung. Und das sieht man auch an diesem Haushalt 2013, den wir beschließen wollen.
Und dann kritisiert Herr Steinbrück und auch die SPD, dass wir von der KfW 1 Milliarde in den Bundeshaushalt fließen. Hört einfach mal zu, ich weiß gar nicht, warum ihr euch so aufregt. Da sagt Steinbrück wörtlich, das sei eine Neuauflage der Panzerknackerbande. Heiterkeit bei der SPD verzeihte das Protokoll. Erstens ahne ich, warum die SPD gelacht hat, aber das sage ich Ihnen gleich. Und er spricht von einer Neuauflage. Ja, er ist nämlich Ehrenmitglied der Panzerknackerbande, weil er 2 Milliarden bei den ERP-Mitteln schon mal weggenommen hat, früher als Bundesfinanzminister, und den Bundeshaushalt einfließen lassen. Er ist Ehrenmitglied der Panzerknackerbande. Und Sie haben gelacht, weil wir nur so wenig weggenommen haben. Sie hätten mich viel mehr weggenommen. Da haben Sie über uns gelacht. Das ist. Und das müssen Sie doch zugeben, nach den Auftritten hier, auch Ihres Kanzlerkandidaten. Diese Auftritte und überhaupt der Start Ihres Kanzlerkandidaten war doch mehr als rumpelig. Machen Sie sich doch mal über Ihren Parteivorsitzenden Gedanken, nicht über unseren Kanzlerkandidaten. Ja, natürlich, wir müssen uns aber doch mit Ihrem Kanzlerkandidaten auseinandersetzen, lieber Kollege. Und der Start war doch mehr als rumpelig. Und ich zitiere ja nur, was Frau Nahles gesagt hat. Steinbrücks Start war rumpelig. Mir zeigt, also ist doch gar nicht mal von mir. Damit müssen Sie sich doch beschäftigen. Und den schicken Sie hierher. Dann kam sein Blödsinnsvergleich, sage ich mal ganz offen, mit der Frittenbude. Ich will das ja gar nicht wiederholen. Wissen Sie was? Jede Frittenbude hat ein besseres Personalmanagement als die SPD und Herr Steinbrück in diesen Tagen, wie man lesen kann. Und natürlich wissen wir, dass der Bundeshaushalt nicht ohne äußeren Einfluss ist. Die Stichworte sind Griechenland, Portugal, Spanien. Herr Präsident, darf ich mal fragen, ob es eine gewisse Ruhe bei der SPD eintreten kann? Ja, Herr Kahrs, Sie hatten ja bereits Gelegenheit, hier zu sprechen. Und wenn Sie weitere Äußerungen wünschen, dann können Sie sich zu einer Kurzintervention melden. Das weiß ich. Bitte. Das weiß ich auch. Jetzt hat der Kollege Koppelin das. Ganz herzlichen Dank, Herr Präsident. Also in dieser Woche ist zu Recht darauf hingewiesen worden, wie wichtig auch für uns die Haushalts- und Wirtschaftsdaten unseres französischen Partners sind. Deutschland und Frankreich müssen enge Partner sein, damit Europa stabil bleibt. Und es überrascht schon, dass die SPD bei diesen Haushaltsdebatten Frankreich und den sozialistischen Präsidenten überhaupt gar nicht mehr erwähnt. Noch im Mai, Ende Mai, hieß es in einer Presseerklärung aus der SPD-Bundestagsfraktion, Europa braucht mehr Hollande und weniger Merkel. Europa braucht mehr Hollande. Also 23% Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich, Haushalts- und Wirtschaftsdaten sind katastrophal. Nach 6 Monaten Amtszeit des Sozialisten Hollande befindet sich Frankreich im Abwärtsstrudel. Darüber können wir uns als Deutsche nicht freuen, aber ich stelle das noch mal fest. Ich will nicht mehr Hollande, ich will hier jetzt mehr Merkel. Das ist das Entscheidende. Und deswegen können wir stolz sein auf unsere Politik. Mit dieser Koalition ist die Jugendarbeitslosigkeit zurückgegangen. Mit dieser Koalition sind die Arbeitslosenzahlen zurückgegangen und wir haben erfreulicherweise immer noch eine sehr gute Konjunktur. Das kann sich also alles sehen lassen. Die Sozialdemokraten haben uns dabei nicht geholfen. Übrigens die Grünen auch nicht, die jetzt noch mal 8 Milliarden Mehrausgaben fordern. Und wenn wir das noch umsetzen würden, was Sie auf Ihrem Bundesparteitag beschlossen haben zu Hartz IV, 50 Euro mehr, das kostet 7,4 Milliarden. Wo wollen Sie das denn alles hinnehmen? Das können Sie doch nur durch Steuererhöhungen hernehmen. Das ist doch alles unrealistisch, was Sie hier beantragen oder was Sie fordern. Aber grüne Parteitage, Herr Trittin winkt ab, grüne Parteitage sind sowieso etwas Besonderes. Ich erinnere mich, Sie haben einen Bundesparteitag bei mir in meinem Heimatland gemacht, in Schleswig-Holstein in Kiel. Kleine Rückblende, da forderte erstens der Parteivorsitzende Özdemir, Schuldenländer wie Griechenland dürfen nicht fallen gelassen werden. Können wir uns darüber unterhalten. Aber dann kam der Festredner, der ehemalige griechische Ministerpräsident Papandreou, der wie die Grünen eine Vergemeinschaftung der Schulden mit Eurobonds forderte. Da kann ich nur sagen, gut, dass Rot und Grün jetzt nicht regieren. Übrigens, der Herr Papandreou ist jetzt der Festredner der Grünen auf dem Parteitag, reist inzwischen laut Medienberichten auf Luxustouren um die Welt. Das ist das Vorbild der Grünen. Das kann ich dann auch gut verstehen. Überhaupt, wenn ich mal so die sozialdemokratischen Reden passieren lasse, einen roten Faden gab es in euren Reden. Und das war ständig das Zitieren aus der Frankfurter Rundschau. Also ich würde mal sagen, diese kostenlose Werbeeinblendung für die Frankfurter Rundschau wird auch nicht helfen, dass diese SPD-nahe Zeitung in der Insolvenz ist. Es wird nicht helfen. Es wird nicht helfen. Und zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich Ihnen noch eine Meldung nicht ersparen. Die SPD besitzt eine Reisefirma namens Aliente. Die betreiben ein Kreuzfahrtschiff. Wir reden über Einnahmen, kann ich dir gleich erzählen. Er kann wirklich nicht zuhören, Herr Präsident. Also, die SPD betreibt ein Kreuzfahrtschiff.
und dass es in Griechenland zwangsweise wegen Schulden der Reederei vor Anker gehen musste. Die Passagiere wurden nach Deutschland ausgeflogen. Die Schatzmeisterin der SPD, unsere Kollegin Hendricks, erklärte dazu, wir sind interessiert, die Schiffsreisen fortzusetzen, denn mit diesem touristischen Angebot will die SPD neue Einnahmequellen erschließen und prominente Mitreisende sollen den Verkauf fördern. Na, das wäre doch was für Peer Steinbrück, dort als Redner aufzutreten, als Prominenter. Denn mit der Kanzlerschaft bei Steinbrück wird es nicht. Ich befürchte, oder was, wie soll ich es anders formulieren, er muss auch aufpassen, dass er überhaupt noch Kanzlerkandidat bleibt bei euch, wenn das so weitergeht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundeshaushalt 2013 zeichnet sich durch solide Staatsfinanzen aus. Er zeichnet sich dadurch aus, dass die schwarz-gelbe Koalition dafür gesorgt hat, dass Deutschland auch 2013 finanz- und haushaltspolitisch Stabilitätsanker ist. Die FDP wird dem Haushaltsgesetz zustimmen. Die Opposition sollte wegen Alternativlosigkeit ebenfalls zustimmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.